Hoch. Schon wieder ist Tag. So. Wir brauchen noch eine graue Wolle. Mal schauen, ob ich noch eine auf Lager bei mir habe. Ich weiß nicht genau. Theoretisch schon, aber ich bin mir ganz sicher. Alter Schwede. Was ist denn da drüben alles los? Creeper. Zwei Skelettmänner und zwei Endermans. Ordentlich, was da drüben alles gespawnt ist. Na, drüben über Wasser, statt mir. So, wir brauchen noch zweimal Wolle. Erstmal bringe ich hier das hier weg und das hier. Wir brauchen noch einmal graue Wolle. Graue Wolle, perfekt. So, weil dann haben wir nicht da auch mal die Betten fertig. Schwarz, schwarz, grau und Glas gemacht. Hellgraue Wolle hat. Das ist hellgraue Wolle. Wow. Ich glaube, dafür haben sie keine Textur gehabt. Tolle hellgraue Wolle. Sind unsere Nachbarn noch da? Nö. Scheint alles tot zu sein. Alles friedlich da drüben. Sehr schön. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal dahinter. Und platzieren da oben unser letztes Bett. Boah, ist unser letztes Bett. Dann fehlt hier nicht nur das Dach hier drauf. Und dann haben wir es. Hier noch ein Dach drauf und dann ist unser erster Wohnkomplex mit unten Wohnkomplex oben fertig. Ja, wow. Da, der freut sich auch schon. Guck mal, wie der sich freut. Der springt auf dem Bett. Durfte ich früher nicht. So, dann müssen wir nicht nur noch unten dann hier also unsere Schmieden und so weiter einrichten. Unsere Jobs sozusagen. Gut, er macht so. Genauso wie hier müssen wir halt dann auch mal einrichten, was wir hier reinmachen wollen. Aber ich muss schon sagen, mit dem Lagerhaus bin ich echt zufrieden. Erde. So, perfekt. Und schon wieder ein Arsch. Oh, Baum. Den wollte ich stehen lassen, ne? Dann haben wir schon überplant. Jetzt axten wir erstmal hier wieder alles weg. Das sind sogar alle beide Boxen. Hab ich jetzt nicht erwartet. Alle drei, ihr gesagt. Hab ich jetzt echt so wie nicht erwartet gehabt. Damit hier alles wächst. Tatsächlich viel Boxen. Huch! Anscheinend hier den die Pflanze, aber ist jetzt hier in die Höhe geschossen. So, der noch weg. Da noch mal ein. Wie viele Bäume habe ich hier gepflanzt? Das ist mal eine gute Frage. Gute und berechtigte Frage. Ich glaube, ich habe es wieder übertrieben. Aber gut. Egal. Weg mit den ganzen Soße. Da fällt mir gerade was ein. Bei mir war letztens. Vorgestern war's. War eine Freundin da. Und wir haben noch abends immer noch
eineinhalb Filme angeschaut. Und haben so geredet, ja, mit, ach, das ist diese Schauspielerin und so weiter. Und mit Filmen, wo dieses Jahr noch ins Kino kam. Waren ja viele für dieses Jahr angekündigt, durch Corona etwas schwierig alles geworden. Und einige Filme kommen doch noch. Jetzt mal so eine Frage an euch. Was meint ihr? Werden noch die Filme ins Kino kommen? Oder glaubt ihr eher, nee du, die werden nur mit verschoben? Wie zum Beispiel aktuell auf Disney, oder bei Disney halt. Die bringen ja jetzt ihren Mulan-Echt-Verfilmung raus. Und der ist ja wirklich nur auf Disney Plus zu sehen. Aber wer den sehen will, muss nochmal zusätzlich 20 Euro zahlen. Also, das ist jetzt mein Halbwissen, was ich jetzt davon auch habe. Was haltet ihr davon? Würdet ihr sowas machen oder würdet ihr sagen, komm, ich warte, bis der Film dann rauskommt, weil 20 Euro, also, du zahlst ja eh schon 6 Euro für, dafür. Ich glaube, du kriegst aber auch einen gewissen Teil erstattet, also so in der Art, hey, kauf jetzt bei uns das für den Film, damit du den Film anschauen kannst. Und dafür kriegst du, glaube ich, dann auch einen Monat Prime geschenkt oder was? Oder Gutschein oder was? Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall so Hype gelesen. Wieso ist da ein Fisch drin? Wie kann da ein Fisch drin spawnen? Muss hoffentlich keiner verstehen, aber ich glaube, ich habe da noch einen Eimer. Hm, retten wir mal den Fisch doch raus. Hä? Erstmal wie das hier. Zu dem hier machen wir da. Habe ich hier einen Eimer? Da habe ich keinen Eimer. Nee, also. Ja, was haltet ihr davon? Also, würdest ihr das Geld zahlen oder würdet ihr sagen, was? Spinnen die? Ah, doch, mal noch was. So viel Geld für einen lappigen Film zu zahlen? Also, wenn ich mir das so überlege, ich würde da dann nochmals 20 Euro zahlen. Plus dafür, damit ich halt den Film anschauen kann. Und im Kino würde ich 10 zahlen. Lass die Überlänge sein. 3D von mir aus 15. Und jetzt würde ich so 20 zahlen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist, hat irgendwie keine Relation. Okay, gut, den kann ich nicht anfangen. So. Bin ich doch falsche? Nein, schaut der falsche. Wo ist denn der? Wir haben jetzt ziemlich viele arbeitslose Villager, weil der fällt mir gerade so auf. Hey, ist der 19er Kampf? Puff. Wo ist dieser Villager? Na, hier ist er nicht. Stimmt, die haben da Druckblatt benutzt. Nee, also. Genau, würde mich echt mal interessieren, wie ihr das macht oder was ihr davon haltet. Ob ihr euch jetzt wirklich sagt, ja, scheiß drauf, 20 Euro, den Film gönne ich mir sofort. Oder ob ihr auch sagt, ich warte dann doch lieber mal noch einmal, bis der dann wirklich rauskommt. Ich habe zwar Disney Plus zum Beispiel, so wie, also wenn ihr sagt, ihr habt zwar Disney Plus, wie ich zum Beispiel, aber trotzdem sagt, ja, du, wieso sollte ich mir das Geld jetzt halt sozusagen aus der Tasche ziehen lassen, wenn ich den Film auch einfach in einem halben Jahr beispielsweise kaufen kann für 20 Euro, wo ich da behalten kann. Oder für 20 Euro halt dann sagen kann, gut, oder nicht für 20 Euro, sondern für 7 Euro im Monat. Ich kann mir den jederzeit anschauen. Ich hole mir Disney Plus und schaue mir den halt an. Oder ich habe Disney Plus und schaue mir den dann an, wenn der für alle verfügbar wird. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Weil,
Miniatures halt cooler und so weiter. Weshalb ich auf die Idee komme, weshalb ich das Anspruch habe. Es soll ja jetzt diesen Herbst, Winter soll ja noch James Bond rauskommen. Den muss das verschoben haben. Und bin ich arbeitslos. Voller Hund. Gute Arbeit. Nicht so wie ich. Im Arbeitslosenbett leben. Nee, also würde mich echt mal interessieren. Weil, wenn es am Ende der Film rauskommt, werden wir uns den wahrscheinlich im Kino mal anschauen. Mal schauen. In dem Sinne, ich hau mich jetzt hier im Spiel wieder mal aufs Rohr. Und wir sehen uns morgen. Ciao.